Warum sollten Raucher Sie wählen? Aus dem gleichen Grund, warum ich Nichtraucher wähle. Es geht ja nicht darum, ob jemand Raucher ist oder Nichtraucher, sondern es geht darum, dass es mit Österreich vorangeht. Warum sollten Autofahrer Sie wählen? Aus dem gleichen Grund, warum ich einen Fahrradfahrer wählen soll, weil ich mich auch in die Zukunft einsetze. Das hat gar nichts mit einzelnen Gruppen zu tun, sondern egal, ob man jetzt Fahrradfahrer ist oder Autofahrer oder ob er mit der Straßenbahn fährt, es geht ja allen um Österreich. Und warum sollte Sie einer der knapp 500.000 Beschäftigungslosen wählen? Weil der wichtigste Schritt, damit diese Leute wieder in Beschäftigung kommen, sein wird, dass wir die Betriebe endlich arbeiten lassen. Wir sind das Land, wo die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union am meisten steigt. Wir haben die vierthöchste Steuerquote. Also so können wir nicht weitermachen. Aber was wollen Sie dagegen tun? Also was ist sozusagen das Versprechen oder die Hoffnung, die Sie der wichtigste Schritt ist, und darauf beharre ich auch im neuen Regierungsprogramm, es muss eine Schnittstelle geben zwischen dem Rechnungshof und der Bundesregierung. Der Rechnungshof macht hervorragende Vorschläge, wie man Österreich besser verwalten kann, damit es weniger Reibungsverluste gibt. Die Regierung ist begeistert und auch die Mandatare im Parlament, und da passiert aber nichts. Und da brauchen wir diese Schnittstelle mit wirklich mit Spezialisten, die etwas von Projektplanung verstehen. Das hat man nicht immer im öffentlichen Dienst.